Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir zeichnen auf am Rosenmontag, deswegen war es ganz schön schwierig, rechtzeitig hier im Studio zu erscheinen. Franz hat schon gefragt, wo bleibst du denn? Da bin ich. Und Hello. Nein, ist viel zu spät, bis die Folge kommt, ist ja fast schon Karneval längst vorbei. Aber bei uns sagt man Narina Roh und ich bin überhaupt kein Fan dieser Geschichte. Ich weiche dem möglichst aus. Wobei, wir hatten einen schönen Umzug hier in Horb, das muss man sagen. Also für die kleine Stadt ist das ein erstaunlich großer Umzug, der über eine Stunde gedauert hat, glaube anderthalb sogar. Also richtig schön. So, aber wir reden hier nicht über Fastnet, wie man das bei uns nennt, sondern wir reden über deine letzte Reise. Vorletzte Reise, aber wir sprechen heute darüber, weil du bist ja ständig unterwegs, da kommen wir ja gar nicht mehr nach. Diesmal warst du auf einer richtigen, ich möchte schon fast sagen, Traumreise. Du warst nämlich auf den Galapagos-Inseln und Galapagos-Inseln, das kennt man vom Namen, aber wo das genau ist, das weiß nicht jeder, um ehrlich zu sein. Ich kann es im Moment auch nicht genau orten. Das ist irgendwo, ich glaube, bei Südamerika, ne? Genau. Galapagos-Inseln liegen im Pazifik und zwar ungefähr 1000 Kilometer westlich von Ecuador. Das heißt, zwischen den Galapagos-Inseln und dem nächsten Festland liegen tatsächlich 1000 Kilometer? Ja, genau. Okay, das heißt, man ist da ziemlich fern vom Schuss. Das merkt man sehr, wahrscheinlich sehr auch. Ne? Ja klar, das ist sehr, sehr isoliert. Was aber letztendlich auch die große Bedeutung und Faszination der Galapagos-Inseln ausmacht. Weil sie so isoliert ist, haben sich dort völlig andere Tierarten entwickelt. Das hat sich alles ganz anders entwickelt. Und Charles Darwin, der ja da 1853, 35, irgendwie so den Dreh, dort vorbeigekommen ist mit seiner Beagle, mit dem Schiff, hat dort ja im Prinzip die Grundlage für die Evolutionstheorie gelegt, weil durch diese Isolation er dort eben Arten gefunden hat und studieren konnte, die es woanders nicht gab. Insofern, also wissenschaftlich vor allem, auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat die Insel. Und das ganze Archipel ist ein großer Nationalpark, das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das macht natürlich auch einen Teil des Reizes aus, weil es eben sehr naturbelassen ist und die Ecuadorianer sehr vorsichtig mit den Inseln umgehen. Okay, über die Galapagos-Inseln sprechen wir gleich. Ich bin gespannt, wie oft du dich noch mit dem Wort verhaspelst. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Ich bin sehr gespannt drauf. Das ist gar nicht so einfach. Wo ich das erste Mal gestolpert bin, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, war das Schiff, mit dem du unterwegs warst. Und über dieses Schiff wollen wir mal zunächst erstmal reden. Weil wenn ich den Namen, ich sage ihn gleich, lese, dann verbinde ich das eigentlich eher mit Norwegen. Es war nämlich ein Schiff, das von Hurtigruten betrieben wird, nämlich die Santa Cruz 2, wobei es stimmt nicht ganz. Es steht zwar Hurtigruten drauf, es sieht aus wie Hurtigruten, ist aber nicht ganz Hurtigruten, ne? Naja, es ist Hurtigruten, aber es ist jetzt, das Schiff gehört nicht Hurtigruten. Es wird von Metropolitan Touring betrieben. Das ist eine ecuadorianische Reiseunternehmen, das schon sehr, sehr lange in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln aktiv ist. Die haben auch noch zwei kleinere andere Schiffe auf den Inseln. Aber Hurtigruten hat einen 24,9% Anteil an Metropolitan Touring gekauft und hat also eine sehr, sehr langfristige und intensive Partnerschaft mit Metropolitan vereinbart. Der Grund dafür ist, also einerseits hat es natürlich den großen Nutzen, dass sich Metropolitan dort wirklich gut auskennt. Der andere Grund ist, die Zahl der Schiffe und die Zahl der Passagiere, die Galapagos-Inseln überhaupt anlaufen dürfen, ist vom Staat stark begrenzt. Es gibt eine endliche Zahl an Lizenzen für Schiffe, die dort fahren dürfen. Und die Lizenz ist die Gesamtmenge der Lizenzen ist seit 20 Jahren erschöpft. Das heißt, du kannst dort gar nicht sagen, ich baue einfach ein neues Schiff und fahre dorthin, sondern du musst dich in irgendeine bestehende Lizenz einkaufen, weil du gar kein extra Schiff mehr dahin schicken kannst. Also andere Reedereien haben zum Beispiel ältere Schiffe ersetzt mit neuen, können aber keine zusätzliche Kapazität da reinbringen, obwohl sie wahrscheinlich mehr von den Reisen verkaufen könnten. Also das ist sehr, sehr stark limitiert. Es gibt 5 größere Schiffe, wobei größer die Größe der Santa Cruz 2 ist, das ist das Schiff, mit dem wir gefahren sind. Die hat 90 Passagiere maximal. Es gibt noch eben 4 andere Schiffe in dieser Größe. Alle anderen, die dort eine Lizenz haben, sind viel, viel kleiner. Also die haben zum Teil auch nur 10, 15, 20 Passagiere. Und das ist also sehr stark limitiert. Und das ist so ein ganz wichtiger Grund, warum Hurtigruten sich da an Metropolitan Touring beteiligt hat. Einfach, weil sie anders auch gar nicht an eine Lizenz gekommen wären.
Okay, ich habe mir ein Bild von der Santa Cruz 2, so heißt das Schiff, angeschaut. Das sieht irgendwie so aus wie so ein geschrumpftes Kreuzfahrtschiff, ne? Es ist halt einfach sehr, sehr klein. Ne? Es ist ja. Knapp 72 Meter lang. Wie gesagt, 50 Kabinen, Platz für 90 Passagiere. Es war ursprünglich, es ist 2002 gebaut und ist eigentlich in Chile gebaut worden für Australis, für die chilenischen Fjorde da unten, als Mare Australis. Da habe ich das Schiff witzigerweise auch schon mal gesehen. Ich war da in der Gegend ja schon mal und habe 2012 das Schiff in Punta Arenas aufliegen sehen, weil Australis größere Schiffe gebaut hat und das ausgemustert hatte. Später hat im Metropolitan das Schiff dann gekauft. Damals hatte das Schiff noch Platz für 136 Passagiere. 2021 ist es dann umgebaut worden, eben für Metropolitan und für den Einsatz auf den Galapagos-Inseln und ist auf 50 Kabinen mit 90 Passagieren reduziert worden. Also insofern das heißt, auch recht komfortabel. Das heißt, die Kabinen sind dann entsprechend größer als früher. Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob die Kabinen da groß umgebaut worden sind oder ob einfach die restlichen Kabinen zu, weiß ich nicht, Crew-Kabinen oder so gemacht wurden. So genau bin ich da nicht drin in den Plänen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es sämtliche Kabinen rausgerissen und neu gemacht haben. Aber das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Die Reisen sind nicht ganz billig. Also für so eine Reise muss man schon ein paar Tausend auf den Tisch legen. Ist da entsprechend auch Luxus geboten oder ist das einfach ein Expeditionsschiff, das eher praktisch ist als luxuriös? Also das kommt natürlich darauf an, wie du Luxus definierst. Also reden wir mal kurz über Preise. Im Moment ist es relativ günstig, vielleicht bewusst relativ günstig auf die Galapagos-Inseln zu reisen, einfach weil die Schiffe alle noch nicht so richtig voll ausgebucht sind. Das ist einfach Folge der Pandemie noch im Anfang. Kostet also so ab 8.000 Euro pro Person. Das sind dann aber schon Flug- und Vorprogramm insgesamt so 10-Tage-Reise. Ist also da insgesamt schon mit drin. Regulär ist, glaube ich, eher so um die 10.000 Euro pro Person. Wie gesagt, Flug aus Europa. Vorprogramm können wir nachher noch kurz reden. Ich war einen Tag in Quito, in der Hauptstadt von Ecuador, einen Tag noch in einem Vulkannationalpark. Dann sind wir zu den Galapagos-Inseln weitergeflogen. Ja, es ist ja auch nochmal eine Flugreise von Ecuador rüber zu den Galapagos. Also insofern sind da schon sehr, sehr viele Kosten natürlich, die den Preis nach oben treiben. Dann ist Ecuador eben sehr exponiert. Das heißt, auch Lebensmittel und solche Dinge sind dort wesentlich teurer. Das heißt, die Grundkosten sind auch viel teurer. Das nimmt schon mal ganz viel von dem Preis weg. Und dann ist die Santa Cruz 2, ja, die ist, es ist schwierig zu definieren. Im Grunde ist all das, was wirklich wichtig ist, finde ich schon, dass es relativ luxuriös war. Also das ganze Thema Organisation hat unglaublich gut geklappt, sowohl beim Landprogramm als auch auf dem Schiff selber. Wahnsinnig pünktlich, wahnsinnig präzise. Das ist für mich Luxus. Das ist mir wirklich was wert, wenn ich eben nicht irgendwo rumstehe und auf den letzten Nachzügler noch warten muss, weil die Expeditionsleiter die Leute nicht so im Griff haben, dass sie einfach da sind, wenn die Ausflüge losgehen. Ist für mich persönlich Luxus. Aber es war auch das Essen, es war der Service ganz exzellent. Du hast einen Schlüssel von einem Expeditionsguide für 10 Passagiere ungefähr. Das ist also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Du hast deutschsprachige Guides und zwar auch sehr gut deutschsprachige Guides. Der Kapitän selber ist deutschstämmig, seine Mutter ist nämlich Deutscher. Der spricht besser Deutsch wie Englisch, das ist sehr spannend. Also spricht fließend Deutsch. Das ist sehr, sehr interessant, sich mit ihm dann auch mal auf Deutsch zu unterhalten. Also insofern sind solche Dinge sind sehr luxuriös. Was ich auch extrem luxuriös fand, war der Kabinenservice, weil wir kennen es ja sonst von Kreuzfahrtschiffen. Du hast am Vormittag einen Service, wo im Betten gemacht, beim Bad geputzt werden und sowas. Und bei auch immer weniger Reedereien, bei AIDA gab es sowas ja eh noch nie, auch am Nachmittag nochmal einen zweiten Service. Auf der Santa Cruz 2 kann ich dir ehrlich gar nicht sagen, wie viele Service ich pro Tag hatte. Immer wenn ich in die Kabine zurückkam, waren die Handtücher ausgetauscht und alles war wieder sauber und ordentlich. Was ein gewisser Luxus in der Form ist, als du gehst schnorcheln, kommst halt vom Schnorcheln zurück mit Salzwasser verkrustet und nassen Badetüchern und nasser Badehose, gehst in die Dusche, wirfst das Zeug alles rein, gehst wieder ins nächste Boot, fährst an Land und machst dort eine Wanderung. Wenn du zurückkommst, ist all dein nasses Zeug weg, aufgeräumt, du hast saubere Handtücher und trockene Handtücher wieder dahängen und du kommst verschwitzt von der Wanderung zurück. Das heißt, du willst gleich wieder duschen, machst die Handtücher wieder nass und du hast 3-4 solche Aktivitäten am Tag. Da ist es einfach großartig, wenn du jedes Mal, wenn du zurückkommst in deine Kabine, wieder frische, trockene oder zumindest trockene Handtücher da hängen. Insofern, ja, auf gewisse Weise Luxus, aber jetzt nicht Luxus im Sinne von Kaviar, Champagner und Butler hier, Butler dort.
Also ein sehr pragmatischer Luxus, aber ich finde schon relativ luxuriös, ja. Reden wir auch übers Essen, weil das ist ja nun auch wichtig auf Schiffen, dass man leckeres Essen hat. Wie sieht's da aus? Du hast schon gesagt, nicht Kaviar. Nein, es ist relativ viel ecuadorianische Küche. Das heißt, du hast relativ viel Fisch, du hast meine Ceviche, du hast Quinoa zum Beispiel, ist ja in der Küche relativ verbreitet. Was ist eine Ceviche? Ceviche, du warst noch nie in Südamerika. Nee, Ceviche ist ein sehr, sehr modernes, also es verbreitet sich bei uns auch immer mehr. Ceviche ist im Grunde ein roher Fisch, der so leicht angesäuert ist, also so leicht mit Zitronensaft oder mit Limette angegart und dann noch so ein bisschen Chili und Gemüse und solche Sachen dazu. Also sowas wie ein halbroher Fischsalat, wenn man das mal ganz, ganz platt formulieren möchte. Wenn es gut gemacht ist, wahnsinnig lecker. Und wenn der Fisch, der da zugrunde liegt, ein guter ist, dann ist das einfach richtig toll, wie Sushi. Aber auch für einen mitteleuropäischen Magen alles gut verträglich. Naja, der Fisch muss halt frisch sein, ja. Also es ist kein durchgegarter Fisch. Insofern ist das wie bei Sushi, es muss eine sehr gute Fischqualität sein. Aber das war dort so. Also wir haben keine Magenprobleme gekriegt. Gibt es da nur ein großes Restaurant? Weil es ist ja kein großes Schiff gibt es da verschiedene? Nein, es gibt ein Restaurant. Da hast du Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück ist immer vom Buffet. Mittagessen ist manchmal vom Buffet, manchmal mit Bedienung, je nachdem, wie viel Zeit an dem jeweiligen Tag gerade ist, also wie viel Ausflugsprogramm außenrum ist. Und Abendessen ist Bedienung immer am Tisch. Du suchst dir auch immer bei der Mahlzeit vorher schon die drei Gänge aus, die du bei deiner, also zum Frühstück wählst du dir die Gänge aus, die du Mittag haben willst und Mittag, die du für Abend haben willst, damit die Küche auf so einem kleinen Schiff eben auch vernünftig planen kann. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, auf unserer Reise waren von den 90 möglichen Passagieren, waren auf dem ersten Teilstück waren, glaube ich, 20 und auf dem zweiten Teilstück dann 28 Passagiere. Hängt zum einen so ein bisschen damit zusammen, dass Hurtigruten auf den Galapagos-Inseln eben erst anfängt und sich auch erst rumsprechen muss, dass man auch mit Hurtigruten dort fahren kann. Zum anderen hing es damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt das Vorprogramm in Peru mit Machu Picchu nicht möglich war, weil Unruhen in Peru, Machu Picchu gesperrt war in der Zeit und tatsächlich offensichtlich eine ziemlich große Gruppe geschlossen abgesagt hat, beziehungsweise die Reise verschoben hat. So dass wir also da noch wesentlich weniger Passagiere hatten. Und dann war es für die Küche natürlich noch wichtiger, vorher zu wissen, wer was essen möchte, damit sie nicht zu viel Überschuss produzieren, klarerweise. Aber wie gesagt, das Essen, du hattest immer so internationale Gerichte, hattest aber auch immer relativ viel ecuadorianische lokale Gerichte, also zum Beispiel ganz viel Kochbananen, frittierte Kochbananen, solche Sachen, auch wie heißt denn das auf Hochdeutsch, so bulettenartige Sachen, die mit Kochbanane oder mit Yucca oder sowas waren. Also durchaus sehr, sehr schmackhafte, leckere lokale Sachen. Wenn man das nicht mag, gab es aber immer auch andere internationale Schnitzel Gerichte. Schnitzel mit Pommes. Ja, Schnitzel mit Pommes jetzt nicht, aber es war etwas gehobener. Okay, gut. Gab's auch kein Fine Dining, aber sehr lecker. Gab es auch für den Abend, was weiß ich, eine Bar, wo man sich hinsetzen konnte? Na klar. Ja, ne? Naja, klar. Es gibt eine Bar auf dem Schiff, die hat sowohl einen Innen- als auch einen Außenbereich, einen wunderschönen Bereich hinten raus mit so einem Zeltdach, segelartigen Überdachung. Muss aber bedenken, ne? Ecuador heißt Ecuador, weil es im Äquator liegt. Also der Äquator verläuft da fast, also durch Ecuador verläuft der Äquator mittendurch. Bei den Galapagos-Inseln ist er, frag mich nicht, ein paar Kilometer südlich oder nördlich, aber jedenfalls ganz in der Nähe. Das heißt, du hast eine brutale Sonneneinstrahlung dort. Dass der Dach, Sonnenhut, Sonnenschutz, kann man nachher noch ein bisschen drüber reden, sehr, sehr wichtig ist. Insofern diese Bar nach hinten raus, wunderschön. Es ist ja nicht so wahnsinnig heiß dort im Pazifik. Du hast jetzt keine 30, 35 Grad da, wie man es erwarten könnte, vielleicht in den Tropen, sondern eher so die 20 bis 25 Grad Temperatur. Und da ist es sehr schön und angenehm, draußen zu sitzen, noch mit so einem leichten Windhauch, dir von der Bar einen schönen Cocktail servieren zu lassen. Insofern ja, gibt's, aber eben auch kleines Schiff, eine Bar. Reicht aber auch. Und die Cocktails waren saulecker, wenn ich das noch nebenbei anmerken darf. War richtig, richtig gut. Du weißt ja, ich mag gute Cocktails und die waren echt, echt toll dort. Okay. Ich habe gesehen auf deinen Fotos, da gibt es auch Waschmaschinen, wo man seine Wäsche waschen kann. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches auf einem Schiff. Normalerweise findet man das aber irgendwo im Bauch des Schiffes, irgendwo im versteckt, Freien. Ganz tief das unten. Das ist richtig toll. Da gibt es die im Freien. Das habe ich jetzt auch noch so noch nicht gesehen. Ja, ist irgendwie cool. Und nebendran sind die Whirlpools. Also du schmeißt deine Wäsche in die Waschmaschine und setzt dich dann in den Whirlpool und wartest, bis sie fertig ist. Hat was. Okay.
Ja, also auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Na, also und klar, du musst natürlich bedenken, du bist auf den Galapagos-Inseln am Äquator. Da ist es das ganze Jahr über ähnlich warm. Also du hast immer so zwischen 20 und 25 Grad. Auch die Wassertemperatur ist immer irgendwo so zwischen 19 und 22 Grad. Wir waren jetzt im Winter in der Regenzeit dort, wobei Regenzeit sehr relativ ist. Ich glaube, wir hatten einmal einen kräftigen Regenguss über eine Stunde oder zwei und ansonsten haben wir schöne, also zumindest keinen Regen gehabt, teilweise ein bisschen wolkig, aber schönes Wetter gehabt. Im Sommer ist es dann etwas wärmer, aber im Grunde hast du das ganze Jahr über schönes, sonniges Wetter und da kann sich einfach ganz viel draußen im Freien abspielen. Und was ich auch beobachtet habe auf deinen Fotos, es gibt, glaube ich, keine oder so gut wie keine Balkonkabinen. Wie hast du das überlebt? Das kannst du gut überleben, weil es ist ja, du hast ja immer nur so ein paar Schritte, bis du gleich draußen bist auf so einem kleinen Schiff. Und du verbringst auf dem Schiff wirklich fast keine Zeit in der Kabine, weil du hast überhaupt keine Zeit dazu, in der Kabine zu sein. Du hast ganz, ganz intensives Programm. Also du hast, ich habe es vorhin schon gesagt, 3 oder 4 Aktivitäten pro Tag. Du gehst vielleicht in der Früh direkt nach dem Frühstück fährst du an Land zu einer Wanderung. Dann kommst du zurück, hast eine halbe Stunde Zeit, ziehst dich um, gehst zum Schnorcheln. Kommst zurück, gehst Mittagessen, gehst wieder an Land für eine längere Wanderung oder nochmal an den Strand zum Baden oder wenn du willst vom Strand aus zum Schnorcheln. Also du verbringst so viel Zeit draußen und an Land und das ist ja auch vernünftig, wenn du auf den Galapagos-Inseln bist, nicht die Füße hochzulegen und den Sonnenstuhl zu genießen, sondern diese fantastische Landschaft, diese unglaubliche Tierwelt dort so intensiv zu erfahren und zu erleben wie möglich, wenn man schon die lange Strecke dorthin auf sich nimmt. Da nicht in der Kabine zu sitzen und ein Buch zu lesen oder fernzusehen. Klammern, Fernsehen geht sowieso nicht, weil es gibt keine Fernseher auf den Kabinen. Vermisst okay. Man aber auch nicht. Ja, also, ich wüsste nicht, wozu ich einen brauchen würde da. Und insofern ist der Hauptzweck des Schiffs, dich dahin zu bringen, wo du möglichst intensiv an Land oder ins Wasser oder zum Kajak fahren oder zum Stand-Up-Paddling gehen kannst, um die Natur dort zu erleben. Sind diese Ausflüge an Land, sind die alle inklusive oder muss man das richtig noch buchen und extra bezahlen? Nein, das ist komplett inklusive. Geht auch nicht groß anders, weil du darfst auf den Galapagos-Inseln, es ist ja, die gesamten Inseln sind ein großer Nationalpark, du darfst dich auch nicht individuell bewegen an Land. Also du könntest jetzt nicht dich an Land setzen lassen und dann querfeldein in die Wiese lau oder Wiesen gibt es da eh nicht, aber in die Büsche dich schlagen, in die Dünen dich schlagen, sondern es gibt vorgegebene Laufwege oder du hast den Guide dabei, der weiß, wo man hier darf, um eben die Natur auch nicht zu gefährden. Du bist an ganz vielen Stellen an Stränden, wo 5 Meter weiter links sind Nester von Meeresschildkröten, aktive Nester. Du siehst die Spuren von den Meeresschildkröten, die die Nacht davor in die Dünen rein oder in diese Hügel reingelaufen sind, dort ihre Eier gelegt haben und wieder zurückgelaufen sind. Du hast diese Meeresechsen, also das sind Leguane, die im Wasser, also nicht nur im Wasser leben, also sind schon auch an Land, aber die schwimmen können, die unter Wasser, die tauchen, die sie unter Wasser Seegras fressen und sowas. Die liegen überall rum auf den Steinen. Du musst höllisch aufpassen, dass du auf die Tiere nicht drauf trittst. Also du hast da wirklich Landausflüge, die immer geführte Touren sind. Frei, individuell bewegen kannst du dich im Nationalpark nirgends. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil du brauchst sowieso deinen Guide, der dir das alles erklärt und der dich aufmerksam macht auf viele Dinge. Also Landleguane zum Beispiel, eigentlich Riesenviecher, die sind so einen halben Meter groß, eigentlich auch grelle Farben, gelb, orange und sowas. Du würdest die nicht sehen. Die sind so gut getarnt, du brauchst echt einen Guide, der mit geschultem Auge die Tiere sieht oder auch einen Galapagos-Bussard, den wir aus direkter Nähe gesehen haben, der sitzt auf einem schwarzen Lavafelsen und ist so gut getarnt, du siehst den einfach nicht. Und insofern ist es ohnehin ganz gut, wenn man den Guide dabei hat, der einem dann die Dinge zeigt, die man selber locker übersehen würde und der weiß, wo man hingehen muss, um bestimmte Sachen zu sehen. Wundert mich trotzdem, weil auf diesen Inseln, nicht alle Inseln sind bewohnt, eigentlich nur 5 der Inseln sind bewohnt, aber es gibt immerhin rund 25.000 Einwohner auf den Galapagos-Inseln. Dürfen die sich auch nicht frei bewegen? Naja, also dort, wo die Einwohner wohnen, da dürfen die sich natürlich schon frei bewegen. Mhm. Du besuchst ja mit dem Schiff viele Inseln, die eben unbewohnt sind und die echte Schutzgebiete. Es gibt auch Landwirtschaft auf den Galapagos-Inseln. Die dürfen keine Pestizide oder sowas verwenden und arbeiten deswegen mit sehr traditionellen Methoden. Wir haben auch mal einen Kaffeebauern besucht, der dort also Kaffee und Zuckerrohr, glaube ich, anbaut.
die das ganz natürlich, also mit ganz traditionellen Methoden machen, die da Mischbebauung machen, wo dann Bananen und Kakaobäume und Kaffeebäume und alles durcheinander steht, um eben Monokultur zu vermeiden, damit man auch keine Spritzmittel braucht. Also die leben dort sehr, sehr naturnah, was jetzt nichts daran ändert, dass du trotzdem auch in der Wasser irgendwo mal eine Plastikflasche schwimmen siehst oder so. Also es ist jetzt kein Heiligtum dort, sondern natürlich leben dort Menschen und es gibt auch, naja, Städte wäre jetzt ein bisschen übertrieben, es sind relativ große Orte. Aber das ist eine der Dinge, die, ja, wo ich so in meiner naiven, kindlichen Naivität und so meinem Traum, mal die Galapagos-Inseln erleben zu dürfen, nachdem ich schon als Kind so diese Krzemek und BBC-Dokumentation im Fernsehen über die Galapagos gesehen habe, da dachte ich mal, da möchte ich mal hin und dachte mir, werde ich nie schaffen und es ist außerdem ohnehin so völlig abgelegen und Ding. War für mich so eine kleine Überraschung, also wenn es natürlich naiv ist, dass da natürlich Menschen leben, ja, dass es dort Städte und Orte gibt. Okay. Es gibt Straßen, es gibt Autos, ja, aber halt längst nicht auf allen Inseln. Und die meisten von den Inseln sind vollkommen naturbelassen. Da gibt es eben nur diese vorgegebenen Wege, die abgesteckt sind, die man laufen darf und ansonsten die Tiere auch in Ruhe lässt. Als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, am Ende, als wir alles abgeschaltet haben und uns noch unterhalten haben, hast du mir gesagt, damals, wenn ich mich richtig erinnere, das war eine der schönsten Reisen, die du jemals gemacht hast. Ich glaube, das habe ich sogar live gesagt. Aber ja, dazu stehe ich. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Es ist unglaublich schwer, das Erlebnis dort zu beschreiben. Aber das war so, also schon das erste Ankommen dort. Also du fliegst von Quito aus, von der ecuadorianischen Hauptstadt, fliegst du mit dem Flieger rüber, landest auf der Insel Baltra. Das ist Wüste. Also da ist eigentlich nichts auf der kleinen Insel, außer die Landepiste. Du setzt dich in den rumpeligen Bus und fährst, weiß nicht, es waren 20 Minuten, das ist nicht weit. Also man sieht quasi den Hafen vom Flughafen aus und umgekehrt. Im rumpeligen Bus dahin, dann gehst du auf einen hölzernen Anlegesteg, da liegen dann schon Seelöwen und im Wasser schwimmen Meeresleguane und zwei Wasserschildkröten haben da gerade so ihr Liebesspiel vollzogen. Also du bist noch nicht richtig angekommen und bist schon so mittendrin. Dann steigst du in so ein Schlauchboot, also es sind so Zodiac-artige, also sehr, sehr stabile, große Schlauchboote, mit denen man da an Bord geht, weil das Schiff auch nirgendwo anlegen kann. Es gibt keine Pier, es gibt kein Kreuzfahrtterminal oder irgendwas in der Art. Das Schiff wird sogar per Schlauchboot mit Lebensmitteln versorgt. Ja, die Ein- und Ausschiffung, auch die Koffer werden mit Schlauchbooten zum Schiff transportiert. Also du steigst das in das Schlauchboot ein, fährst zum Schiff rüber, machst Mittagessen, währenddessen fährt das Schiff schon los. Und bis du mit dem Mittagessen fertig bist, bist du schon am ersten Ort, fährst mit dem Schlauchboot wieder an Land. Und dann stehst du da auf einem Strand, der ist weiß und du hast schwarze Lavafelsen, weil die Galapagos-Inseln sind ja vulkanischen Ursprungs, auf schwarzen Lavafelsen und gehst über einen Hügel rüber. Da stehen bizarre, riesige Kakteen, da ist dann so ein kleiner Brackwassersee, da stehen Flamingos in diesem See. Also du kommst dir so ein bisschen vor wie Captain Kirk, der auf einen unbekannten Planeten runterbeamt, um mal zu erkunden, was dort eigentlich ist. Das fühlt sich wirklich wie so ein völlig fremder Planet an, weil alles so anders ist, so ungewohnt. Und also auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise ungewohnt und fremd. Und das lässt dich einfach nur staunend mit dem Mund offen dastehen und du hältst es erst überhaupt nicht für möglich. Das macht einfach schon so ein bisschen glücklich fassungslos, das zu sehen. Man gewöhnt sich dann so nach und nach so ein bisschen dran in den Tagen, aber du stößt immer wieder auf Momente, wo du wieder mit offenem Mund staunend dastehst und gar nicht glaubst, dass sowas möglich ist. Also so die allein schon die Zutraulichkeit der Tiere dort. Auf den Galapagos-Inseln haben die Tiere eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Das heißt, die haben keinerlei Scheu vor uns. Es gibt zwar die Regel, dass du nicht näher als 2 Meter an die Tiere ran darfst, aber den Tieren hat das niemand gesagt. Also du hast dann mal einen kleinen Seelöwen, der guckt dich an, dann watschelt er auf seinen zwei Watschelflossen 2 Meter auf dich zu, guckt dich wieder an, watschelt wieder ein bisschen näher an dich ran, stupst dir die Kamera an, dann ruft der Guide von hinten schon 2 Meter Abstand bitte und ich sage, ich habe ja gar nichts gemacht, so schnell komme ich gar nicht weg, wie der auf mich zuwatschelt. Also du hast da so ein ganz anderes Verhalten dieser Tiere dort. Allein das ist unglaublich faszinierend, auch die Vögel. Ja, du hast gut, natürlich auch sehr, sehr skurril aussehende Vögel, diese Blaufuß- und Rotfußtölpel. Das sind also ja Tölpel, wie wir sie von uns auch kennen. Die haben aber blaue Schnäbel und blaue Füße oder rote Füße.
und haben halt auch einfach keine Angst vor dir. Wir sind, oder die Nazca-Tölpe, die haben so ein bisschen gelben Schnabel, glaube ich. Da sind wir auf der einen Insel. Das ist so eine Vogelinsel, wo ständig sowieso Vögel um dich rumschwirren, wie bei uns die Mücken an dem See im Sommer. Da sind wir an einem Nazca-Tölpel vorbeigekommen, der saß so am Boden, so einen Meter neben dem Weg, und unser Guide sagte, oh, da ist ja ein ganz kleines, das ist höchstens 2 Stunden alt. Also da hatte dieser Nazca-Tölpel ein höchstens 2 Stunden altes Küken zwischen seinen Beinen, also so ein kleines Würmchen, das konnte es überhaupt noch nicht als Küken erkennen, und war vollkommen entspannt und hat uns neugierig angeguckt, während wir irgendwie zu 10 Meter wegstanden davon. Ich glaube, bei uns würde ein Vogel in hellster Panik ausbrechen, wenn du so nah an seinen Küken rankommst. Das war für den überhaupt kein Problem. Und das ist so ein bisschen exemplarisch für das Verhalten der Tiere dort insgesamt. Du bewegst dich da und bist irgendwie Teil davon. Und das allein ist eine unglaubliche Faszination. Normalerweise, wenn ich in so eine Sendung mit dir reingehe, dann gucke ich mir immer auf der Karte an, wo du überall gewesen bist, wo das Schiff gefahren ist. Und als ich die Karte mir das erste Mal gesehen habe, die du da gemacht hast und auf deine Webseite gesetzt hast, kann man ja alles anschauen auf großtricks.de, bin ich ein bisschen in Verzweiflung geraten, weil das sind zig Inseln und dazwischen zig Pfeile hin und her und kreuz und quer mit dem Schiff da hin und her gefahren. Ich weiß nicht, wo es losgeht und wo es endet und wo es dann hingeht, obwohl du das also als durchgehende Linie gezogen hast. Also es ist echt krass, wie das Schiff da hin und her ist. Wie viele Tage warst du da unterwegs? Ich glaube, wir waren 8 Nächte. Ja, ich glaube, 8 Nächte und dann 9 Tage. Ja. Und dann so viele Stopps und so viele Fahrten. Ja, ich meine, die Inseln liegen alle sehr nahe zusammen. Also, das ist richtig. Das Schiff fährt pro Tag im Schnitt ungefähr 6 Stunden überhaupt nur. Die restliche Zeit liegt mal irgendwo vor Anker. Du siehst jeweils die anderen Inseln. Ne? Also wenn nicht gerade eine andere Insel dazwischen ist, siehst du jede Insel, also fast jede Insel von überall aus auch. Das ist sehr, sehr nahe zusammen. Und deswegen konnten wir eben auch an einem Tag zwei an einem Tag war das höchste, vielleicht auch mal 3 Stopps an einem Tag, eher 2, glaube ich, pro Tag machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du an einem Stopp hältst und dann ist es eine Großstadt wie Barcelona, wo du auch 4 Tage verbringen könntest, sondern es ist dann ja doch relativ begrenzt, was du an dieser einen Stelle besonders angucken kannst. Und da brauchst du dann auch nicht so wahnsinnig lang und kannst vielleicht ja von einem Ankerplatz aus 2 Buchten erkunden, wo es verschiedene Sachen zu sehen gibt, oder einfach mal Kajak fahren und schnorcheln und noch eine Wanderung. Das schaffst du dann innerhalb von 6 Stunden und kannst dann für den späten Nachmittag noch zur nächsten Insel fahren und da zum Sonnenuntergang noch eine kleine Wanderung machen. Also da kann man sehr, sehr kompaktes, sehr, sehr dicht gedrängtes Programm machen. Deswegen haben wir so viele Orte auf so vielen verschiedenen Inseln angelaufen. Und trotzdem ist halt jede Stelle so ein bisschen anders. Also du hast, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, die Inseln sind vom Festland sehr stark isoliert, sind aber auch untereinander erstaunlich unterschiedlich. Das liegt zum Teil an Meeresströmungen, die unterschiedlich um die Insel rumfließen, sodass es auf manchen Inseln etwas kältere Meeresströmungen gibt. Also im Norden und im Süden fließen kältere Wasserströmungen um die Inseln. Dort gibt es dann Pinguine am Äquator. Da ist natürlich das Wasser trotzdem noch 19 Grad, aber es ist halt 19 und nicht 21 Grad wie auf zentraler gelegenen Inseln. Und dann hast du also eben im Norden und im Süden auf den Inseln hast du Pinguine, die es auf den zentralen Inseln, ja, ab und zu verirrt sich da auch mal einer hin, aber typischerweise trifft man die dort nicht an. Oder du hast auf der Isla Genovesa ganz im Norden hast du Hammerhaie, die man dort sehen kann. Leider habe ich keine gesehen. Wir sind 2 Schnorchelpunkte gegangen, wo man üblicherweise Hammerhaie sehen kann. Wir hatten Pech und haben keine gesehen, aber das ist schon so ziemlich die einzige Tierart von den wirklich tollen Tieren, die man auf den Galapagos sehen kann, die wir nicht gesehen haben. Ansonsten hast du wirklich an jedem Ort so ein bisschen was anderes. Auf der Hauptinsel Santa Cruz haben wir insgesamt ja 3 oder 4 Mal angehalten. Da ist halt einer von den Ausflügen im Süden von Puerto Ayora aus zu einer Aufzuchtstation für Galapagos-Schildkröten, also diese Riesenschildkröten, ja, die ja auch mal 100 Jahre alt werden können.
die ganz berühmten Galapagos-Schildkröten. Dort gibt's dann auch, dort findet man die dann auch in freier Wildbahn, wo du die Tiere beobachten kannst. Die haben wir halt auf der Insel angeschaut und auf jetzt der Isla Genovesa, die ich gerade schon mal erwähnt habe im Norden. Das ist diese Vogelinsel, wo es eine unglaubliche Vielfalt an Vögeln gibt, wo du sehr, sehr nah auch an diese Tiere rankommst und sehr genau beobachten kannst. Und so geht es weiter. Ne? Du hast ganz, ganz viele verschiedene Orte, wo du verschiedene Dinge anschauen kannst. Oder die Isla Floreana hat auch sehr viel Bezug zu Deutschland im Übrigen, weil dort im vorigen Jahrhundert mal ein paar deutsche Auswanderer waren. Eine Soap-Opera-Geschichte, wie sich kein Krimi-Autor besser hätte ausdenken können, was die dort alles erlebt haben. Gibt es auch eine ganz spannende ZDF-Dokumentation dazu. Da kannst du also noch so ein paar Reste von den Häusern von damals sehen. Eine der Familien, die Nachkommen leben dort immer noch und haben ein Hotel da. Also auch solche Sachen kann man erleben. Und so ist eben jede Insel und jede Stelle, die du anläufst, so ein bisschen anders. Und du erlebst immer wieder nochmal was Spannendes, Neues. Das also vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, das, was für mich die Faszination dieser Galapagos-Inseln ausmacht und warum ich für mich gesagt habe, es ist vielleicht die schönste Reise, die ich hier gemacht habe. Ja. Also auch, weißt du, auch wenn du schnorcheln gehst und dann schwimmt plötzlich ein Seelöwe um dich rum und schaut dich neugierig an und dann kommt ein Pinguin und pickt deine Kamera an, weil es neugierig wissen will, was dieses komische glänzende Ding ist, was du da in der Hand hältst. Dann schwimmt ein Hai unter dir durch und dann kommen zu den Pinguinen noch Wasserschildkröten dazu und die Wasserschildkröte taucht auf und kommt einen Meter an dich ran oder noch näher. Ein Mitreisenden hat auch mal eine Schildkröte gegen seine Kamera gepickt aus Neugier. Das sind alles so Erlebnisse, die habe ich sonst noch nie irgendwo auf der Welt gehabt. Du hast vorhin gesagt, die Hauptinsel ist die Insel Santa Cruz. Mhm. Das ist aber, wenn ich mir die Karte anschaue, längst nicht die größte Insel. Zum Beispiel die Isla Isabela ist ja sehr viel größer. Woran liegt es, dass jetzt diese relativ kleine Insel vergleichsweise dann doch die Hauptstadt oder die Hauptinsel ist? Boah, das kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das entwickelt hat, aber dort leben die meisten Menschen. Also dort sind die größten Ansiedelungen. Hattet ihr dann auch die Gelegenheit, auch mal in eine Stadt reinzugehen oder immer nur, was heißt wie gesagt, wirklich Stadt, wirklich Städte in dem Sinn gibt es ja nicht. Es gibt kleine Orte. Ja. Puerto Ayora, glaube ich, ist der größte Ort, den es auf den Galapagos-Inseln gibt. Da sind wir mal ein bisschen durchgeschlendert. Da gibt es ein paar Shops und sehr viel mehr ist dann da auch nicht. Also das sind jetzt keine riesengroßen Orte, wo es große Sehenswürdigkeiten oder sowas gibt, die das... Du hast vorhin Landwirtschaft angesprochen. Das heißt, damit werden einige ihren Lebensunterhalt bestreiten. Aber was machen die anderen? Also wenn da eine Stadt ist, was weiß ich, mit 5.000, 6.000 Einwohnern, was arbeiten die? Der Tourismus. Also der Tourismus ist auf den Galapagos-Inseln mit Abstand der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Ansonsten, wie gesagt, ist die Landwirtschaft da nicht ganz so unbedeutend. Dann gibt es ja auch die Isla Isabela. Sind da Vulkane drauf oder was erkenne ich da? Ja, das sind Vulkane. Also du läufst auch ganz oft über dieses schwarze Vulkangestein, diese ganz spitzen, scharfen Steine. Das sind auch am Strand hast du zum Teil schwarz. Du hast schwarze Strände, du hast ganz weiße Strände. Du hast auch mal einen roten Strand auf der Insel Rabida. Das ist ein wirklich richtig roter Strand. Das sind auch so ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungen und Geologien, die du da auch erklärt bekommst. Aber aktive Vulkane, wie gesagt, gibt es jetzt auf den Galapagos keine mehr. Das wäre jetzt eine Nummer zu hart, dann, wenn dort auch noch Vulkane explodieren würden. Hast du denn auch so einen halben Meter großen, wie heißen die Viecher, die man immer sieht, wenn man Filme über die Galapagos-Inseln sieht, ich habe jetzt auch ein Bild vor, aber es steht leider nicht drunter, was für ein Viech, wie das Viech heißt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Also es gibt ganz viel diese Tölpel, es gibt auch einen flugunfähigen Kormoran. Es ist überhaupt ganz lustig. Also wenn du auf den Galapagos-Inseln ein Tier siehst, du erkennst es meistens, was es ist, hängt das Wort Galapagos vorne dran und du hast die Artbezeichnung. Also es gibt ganz, ganz viele Tiere, die wir auch von anderen Ländern kennen, die aber eine spezielle Ausprägung, eine spezielle Art auf den Galapagos-Inseln haben. Also Seebären, Seelöwen, Galapagos-Pinguine, die Galapagos-Landschildkröte natürlich, diese riesigen Schildkröten. Heißen die Kormorane? Kormoran, ja, gibt es auch einen. Die so aussehen wie Drachen. Nee, das sind die Leguane.
Leguane. Das sind die Leguane. In Sprünell. Ich habe nicht Biologie studiert, ich habe Geografie studiert. Ich bin entschuldigt. Leguane, ja, von genau. Den Landleguanen, witzigerweise haben wir von diesen Landleguanen gar nicht so viele gesehen. Die sind halt wahnsinnig gut getarnt und schützen sich natürlich gern vor der Sonne und verstecken sich tagsüber. Lustigerweise haben wir dann beim Warten am Flughafen in Baltra haben wir die meisten Leguane gesehen. Die liefen dann nämlich so draußen vor dem Fenster auf dem Flughafengelände rum. Also das ist so halt auch diese Faszination der Galapagos, dass da an jeder Ecke irgendwo läuft der Leguan über den Weg oder schwimmt ein Leguan vorbei. Auch die Seelöwen, ja, die sind fast überall. Ja, das ist gerade in Porto Ayora, wie wir an Land gegangen sind, an dem Anleger dort. Ja, da liegt halt dann mal eine Seelöwin einfach auf einer Parkbank in aller Seelenruhe zwischen den Touristen drin. Du kannst da ja vorsichtig und zurückhaltend hingehen, ein Selfie mit dem Tier machen. Die macht nicht mal die Augen auf, weil sie so entspannt ist. Und das ist schon, es ist einfach wahnsinnig schön. Ja, schade, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nicht überall so ist, das ist ja, wie dort. Das ist eine von den Sachen, die ich wirklich gelernt habe auf dieser Reise, wie viel Schaden der Mensch anrichten kann in der Natur. Oder andersrum, wie anders die Welt und wie anders die Natur sein kann, wenn der Mensch sich vernünftig verhält und zurückhält und die Tiere in Ruhe lässt und nicht quält. Und ganz stimmt es natürlich auch nicht, weil eine Sache gab es auf den Galapagos-Inseln schon und das ist auch ganz grausam. Und deswegen sind auch vereinzelt Arten, es gibt ja viele verschiedene Arten von diesen Landschildkröten, einige sind ausgestorben, andere waren beinahe ausgerottet und sind durch die Aufzuchtstation wieder aufgepäppelt und vermehrt worden. In Zeiten von Piraten und spanischen Kolonialherren und so weiter, wie die Menschen also mit Segelschiffen über die Meere getuckert sind und es noch keine Kühlschränke und keine Astronautennahrung gab, waren diese Schildkröten für diese Seefahrer die besten Nahrungsmittel, die sie finden konnten, weil diese großen Landschildkröten sehr, sehr lange ohne Nahrung auskommen und man die einfach am Panzer packen und wegtragen und auf die Schiffe heben kann. Und das heißt, die haben dort wirklich in Tausende von diesen Schildkröten sich von Land geholt, auf Schiff in die Laderäume gepackt und halt immer, wenn sie Hunger hatten, eine von den Tierchen aufgefressen, gegessen. Sind immer noch Menschen gewesen, aber also das hat tatsächlich das Einzige, wo die Menschen auf den Galapagos-Inseln brutal eingegriffen haben, aber das ist natürlich jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange Zeit her und zeigt sich heute nur noch darin, dass eben manche Arten ausgestorben oder immer noch sehr, sehr wenige sind. Aber das ist auf dem Weg der Besserung und erholt sich natürlich. Alle anderen Tiere, wie gesagt, haben einfach keinerlei schlechte Erfahrung mit den Menschen. Ihnen wird der Lebensraum von Menschen nicht streitig gemacht. Und das merkst du am Verhalten der Tiere. Und mir hat auch mal einer von den Guides, wie wir zum Schnorcheln gefahren sind, um die Hammerhaie zu suchen, hat er mir auch erzählt, das ist uns auch jemand, der mal in Hamburg studiert hat, deswegen konnte er da gut Deutsch, sagt, also ich würde mich nie trauen, mit Hammerhaien irgendwo zu schnorcheln auf der Welt, aber hier auf den Galapagos-Inseln tue ich es, weil die Haie sich völlig anders verhalten, weil sie viel, viel friedfertiger sind und sich für den Menschen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Der Mensch ist für die keine Gefahr. Und deswegen sagt er, Galapagos die einzige Ecke auf der Welt, wo er freiwillig mit Hammerhaien schnorcheln würde. Und das, glaube ich, sagt schon ganz viel darüber aus, wie viel Schaden wir Menschen eben anrichten oder gut machen könnten, wenn wir wollen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, ein Spruch, wenn Sie Bilder von den Galapagos-Inseln sehen möchten, dann gehen Sie mal auf die Homepage von uns, von cruisetricks.de. Da finden Sie wunderschöne Bilder, die der Franz gemacht hat. Gibt es eigentlich auch einen Film von dir über die Galapagos-Inseln? Ja, also wenn die Folge online geht, dann gibt es auch das YouTube-Video natürlich wieder zum Schiff, aber auch zur Insel, zu den Inseln selber, wo ich ganz viele Tiervideos gemacht habe, um einfach mal so ein bisschen Eindruck zu vermitteln. Wie unglaublich unvorstellbar irre Schönes dort ist. Ich bin gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Sie hoffentlich auch. Und wenn Sie auf der Homepage sind, dann können Sie auch finden, wie Sie uns unterstützen können. Und wenn Sie uns unterstützen, finanziell ein bisschen, dann bekommen Sie noch eine kleine Zugabe, nämlich die Aftershow. Die gibt es auch gleich hier wieder im Anschluss. Naja, für Sie nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Wir zeichnen das im Anschluss auf, so rum. Da geht es unter anderem um die AIDA Vita, da gibt es neue Nachrichten und andere Nachrichten. Das wollte in der Aftershow.
an unsere Unterstützer ein herzliches Dankeschön. Und wenn Sie noch nicht unterstützen, vielleicht überlegen Sie sich's mal. Schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, Franz. Bis dann. Bis dann. Ciao. Servus.